Ja. Es ist also wirklich wahr. Song Contest in und aus Österreich. Das ist immer noch ganz unglaublich, finde ich. Herzlich willkommen zum ersten Semifinale des Eurovision Song Contest 2015, die 60-jährige Jubiläum. Geil. Building Bridges, das Motto, die Sphere, das Logo, eine große Kugel bestehend aus vielen kleinen Kugeln, die DNA Europas, die DNA dieses Song Contests und diese kleinen Kugeln formen die Sehenswürdigkeiten der Stadt Wien. Da sind wir in der Stadthalle in Wien und sie ist der Grund dafür, warum wir überhaupt hier sind. Ladies and gentlemen, we have done the math, it's no secret anymore. Austria is in the lead and it's no longer possible for any other country to catch up. We are ready to announce the winner. The winner is Austria! Congratulations to Conchita, Queen of Europe. Eine ganz außergewöhnliche Person, die von Bad Mitterndorf über Graz und Wien nach Kopenhagen gekommen ist und dort ganz Europa und mittlerweile wirklich die halbe Welt erobert hat. Und dass das passiert ist, das ist sicher auch diesem Song zu verdanken. Der 60. Eurovision Song Contest beginnt mit dem Siegertitel des 59. Schauen Sie sich das an. Das ORF Radio Symphonie Orchester geigt auf und zwar ganz, ganz groß. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly. A phoenix out of the ashes, seeking revenge and vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Schwingen des Phönix nachgebildet mit 629 Kugeln, die da in Seilen von der Decke hängen. Jede einzeln steuerbar. 37 Spalten, 17 Reihen für die Statistiker. Und jede Kugel wiegt genau 1 Kilo und ist gefüllt mit Raps. Und jetzt geht Conchita durch die Magic Bridge. Act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. As you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light I fly. Rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you were won. Welcome to the Eurovision Song Contest 2015, live from Vienna, Austria! Was für eine Show! Contestants, the stage is yours. Ja, Teilnehmer, die Bühne gehört euch, die Magic Bridge teilt sich nochmal und alle Teilnehmer des heutigen Abends, Moldova! Die...
noch im Green Room sitzen, die gehen jetzt durchs Publikum auf die Bühne in den Backstage-Bereich, um dann von dort wieder aufzutreten. Einer der Favoriten des heutigen Abends, Loic Notte. Treint hier aus der Haus aus Belgien, den Niederlanden, verzeihung. Ebenfalls einer der Favoriten des heutigen Abends. Das kürzeste Lied des Song Contests werden die performen. Estonia. Überhaupt Favoriten auf den Sieg sogar. Elina und Stick. Ein halber Österreicher tritt für Mazedonien an. Daniel Kalmakowski. Juana aus Serbien. Gewaltige Stimme. Hungary. Boggy aus Ungarn. Belarus. Aus Weißrussland Usari und Maimuna. Russia. Polina Gagarina aus Russland. Auch Favoritin. Denmark. Die Band Anti-Social Media. Albania. El Haider Dani aus Albanien. Romania. Vertreten durch die Band Voltage. And Georgia. Und Nina Sublatti aus Georgien. Die letzte heute Abend. Und jetzt gibt es hier eine Riesenparty. Apropos, der Tobias Fech hat gerade gepostet auf Facebook. Wir schauen natürlich auch, ein paar Kollegen und ich hätten gerne ein Trinkspiel draus gemacht und brauchen ein Codewort, damit wir einen Grund haben für ein paar Schnapseln. An einem Wochentag, Tobi? Wirklich? Na gut. Codewort Conchita hätte ich gesagt. Oder? Hashtag Eurovision. Gerne mit Facebooken und Twittern kommentieren und hoffentlich, auch wenn es ein Wochentag ist, zu Hause eine große Party feiern. You threw me down, but I'm gonna fly. Die fulminanteste Version, die es je gegeben hat, des Siegertitels. Ja, schnauft sie aus. Alles gut gegangen. Ladies and gentlemen, welcome your host of the 60th Eurovision Song Contest, Miriam, Alice and Arabella. Zum ersten Mal in der Geschichte des Song Contests ein reines Damenteam für die Moderation. Alice Tummler, Arabella Kiesbauer und Miriam Weichselbraun. Viel Glück, die Damen. Good evening, Europe! Herzlich willkommen. Welcome. Bienvenue. And aloha.
Are they even watching this in Hawaii? You never know, Alice, you never know. We're very proud to welcome millions and millions of viewers in 45 countries around the globe to the 60th Eurovision Song Contest. Aloha, vielleicht sogar in Hawaii, jedenfalls 45 Länder übertragen heute live. And a very warm welcome to you, the 10,000 party people here in Vienna. Schönen guten Abend, Wien! Hütte voll, 11.000 heute hier beim ersten Semifinale. And we're also proud of the reason we're all here. Yes, it's all her fault. The reigning queen of Eurovision, Conchita! Die regierende Königin der Eurovision, immer best dressed, hat die Anna gerade getwittert. Conchita has made herself comfortable in a green room, which she's hosting tonight. That means she will be taking care of the 16 contestants who are going to perform in this first semi-final. They will bring life to our motto, building bridges, with a shared language everybody speaks and understands. French. Music. Yes, music. But only 10 of tonight's 16 contestants will cross the bridge to the grand final on die Sprache, die der ganze Kontinent spricht, Brücken bauen, das Motto. 16 Länder treten heute Abend an. 10 kommen weiter ins große Finale. Bauen Sie in eine Brücke. Das liegt heute auch in unserer Hand. Das ist die Telefonnummer 0901 05 905 und dann die zweistellige Startnummer Ihres Favoriten 0901 05 905. Anrufen oder eine SMS schicken oder am allerpraktischsten, Sie laden sich die offizielle Song Contest App herunter. Bis zu 20 Anrufe oder SMS können Sie schicken, natürlich nicht für Österreich. Geht heute sowieso nicht, aber fürs eigene Land kann man nicht anrufen. Angeblich in Deutschland wird das am alleröftesten missachtet. Die kriegen die meisten Stimmen ganz Europa für sich selbst jeweils. So, alles nochmal auf Französisch? Nein. Let the Eurovision Song Contest begin!